So, hallihallo, da ist er auch schon wieder zurück und es geht gleich los. Es ist ausnahmsweise, hier Sound habe ich noch aus. Ich hatte, oh, deutsche Version ist auch an. Was ist da bloß schon wieder los? Es ist Wilco, der gute deutsche Protoss-Spieler, ehemaliger Beta-Superstar, dann lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist er wieder hier auf dem Schlachtfeld, Battlefield quasi. Spielt hier in Blau auf der 3-Uhr-Position gegen den auch ziemlich starken Rox Kiss Frere. Den haben wir letztens gesehen, ich weiß nicht mehr, Xilence Cup, Webmax Cup, irgendein Cup, irgendwie was. Und da war der auch sehr, sehr stark unterwegs. Und das Ganze halt hier jetzt im Mirror Match PvP auf dem Shattered Temple. Und der gute Wilco hat mir das Replay hier zukommen lassen und der sagte, das geht super ab. Und davon wollen wir uns mal überzeugen hier, Junge. Letztes Mal hast du hier Goodie geschlagen. Und jetzt schickt er sich an, hier den Rox Kiss Frere in den Abgrund zu schicken. Schickt diese Bestie in den Abgrund. So, erstes Gateway jetzt gleich hier. Und auch das erste Gateway. Ja, bei Wilco 12er hier einen 13er Gate. Also ein Tick früher. Mal gucken, ob sich das auch in frühere Aggression widerspiegelt. Und ja, wie gesagt, er sagte es mir, es ist ein PvP vom Feinsten. Und er scoutet hier auch schon mal so ein bisschen hier durch. Hier nicht ganz konsequent hier, diesen letzten Schwung hat er nicht gemacht. Aber yeah, ich bin Wilco, ich brauche nicht komplett. Das ist vollkommen ausreichend. Und dann geht er gleich mal hier auf die Cross-Position, denn das Ganze, denke ich mal, ist aus der Ladder. Und in der Ladder ist es ja mittlerweile auch so, dass die Metalopolis-Map und Shed. Also Metalopolis ist erstens wieder da und Shattered Temple ebenfalls, also Shattered Temple war nie weg, ne? Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ist auf beiden dieser Karten die Close Ground Spawn Position entfernt worden. Gateway jetzt hier fertig beim guten Wilco und den Ticken eher. Jetzt macht sie das vielleicht doch ein bisschen bezahlt, dass er halt jetzt, oder es zahlt sich hier aus, dass er halt hier das Gate einen Worker früher hat. Dann ist der Core nämlich auch entsprechend früher ready. Und dann gucken wir mal. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sehen das jetzt hier schon im Production Tab hier. Der Core ist hier gute 10, 15 Sekunden schneller fertig beim guten Wilco. Zweites Gas jetzt hier bei Frere und Wilco weiß, wo Frere wohnt. Nämlich auf der Close Air Position. Weiß denn auch schon Frere schon, wo Wilco wohnt? Nö, der war noch gar nicht scout. Nirgends der, ach ich, also nicht so wie Wilco hier. Von wegen, ich brauche ihn nicht komplett reinfahren. Frere ist, ach, ich gehe erst gar nicht los. Das reicht auch aus. Ich fahre nicht los. Der kommt sowieso, macht Vorgehen, PvP. Schnauze voll, ich mach gar nichts. Und dann lassen wir uns halt mal überraschen, ob es dem wirklich so ist. Hier, der Wopke-Tech läuft schon. Der erste Stalker kommt raus. Der Berserker steht hier schon. Das Pferdegesicht, der Messermann. Und jetzt geht auch tatsächlich Frere los. Mit dem ersten Berserker wird hier mal gescoutet. Hier hinten, was haut er daraus? Robo. Aha. One Gate Robo für Wilco mit einem Gas aktuell. 26,29 im Supply. Der Bersi kommt jetzt hier. Ich komme hier entgegen. Ich hau dir in die Fresse. Und hier, weil er hier nochmal diesen einen Move gemacht hat, hier, war dann natürlich Wilco im Vorteil. Wir checken nochmal den Worker-Count. 22, 23. Wilco, also einen hinten. Dafür mit der Robo. Aber auch hier, wir gucken mal. Auf der Seite von Rox Keys Frere gibt es hier die Robo. Und der hat zwei Gas am Start. Das heißt, er hat mehr Gas. Dafür hat Wilco mehr Minz. Und dann gucken wir mal, wie ich immer so schön sage, wie sich das Ganze hier entwickelt. Könnte vielleicht hier so ein Warprisma Deluxe auf beiden Seiten geben. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal Gateway 2, 3 und das vierte Gateway gleich mal hinterher für Wilco. Und auf der Seite, ja, das Gateway 2, 3 und 4 gibt es mal gleich mal hinterher auf der Seite von Frere. Also Vorgate Robo auf beiden Seiten. Und wir haben, glaube ich, schon mal von Wilco gesehen, dass er mit dem Warprisma ganz gut abgehen kann. Das war auch wieder in irgendeinem Cup. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich caste ja so viel. Ich bin ja überall unterwegs auf der Welt. MLG, DreamHack und Wilco immer mit vorne dabei. Gar kein Problem. Und ja, ich glaube, das war Terminus, wo Wilco hier mit dem Warprisma ein bisschen Action gemacht hat. Warten wir mal ab. 34, 34 im Supply. Und beide halt Vorgate Robo. Hier vorne jetzt das Warprisma. Hier ist das Warprisma schon voll. Und Wilco macht sich auf die Reise. Hier ist das Ding auch voll. Also quasi bei beiden exakt das gleiche gespielt. Aber halt hier mit dem doppelten Gas bei Wilco nur mit einem. Das sollten wir nicht vergessen. Hier hinten geht's jetzt los. Hier wird eingeklappt und ausgeklappt und reingeworbt. Und auf der anderen Seite passiert das gleiche. Hier die Units ausgeladen, ausgeklappt und reingeworbt. Volles Rohr.
geht es hier los. Hauen sie sich hier quasi auf der Close Air Position des Foregate Robo in die Fresse. Und Wilco reißt hier ein bisschen was ab. Und auf der anderen Seite reißt hier auch Rockskills Freya noch was ab. Berzi ist in der Mineral Line. Jetzt reagiert hier Wilco endlich. Freya hat hier schon sehr viel früher seine Probes abgezogen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer das Ganze hier gewinnen kann. Army Supply 18 zu 18. Unit Count, gucken wir mal drauf. 6 zu 6 Stalker, 2 zu 2 Bersen. Also beide haben exakt das Gleiche. Jetzt hier aber nochmal Wilco mit dem Warp in ein weiterer Stalker sowie zwei weiteren Bersen hier entsaftet. Also die stärkere Armee natürlich jetzt auf der Seite von Wilco. Aber wer wird das Ganze hier gewinnen? Wer wird es hier machen? Hier werden die Probes jetzt auch tätig, die Bersen mehr dabei. Auch hier ist das Ganze jetzt entsaftet. Spannend, spannend, spannend. 18-24 jetzt der Army Count. Also Wilco hier mit der stärkeren Armee. Und mal gucken, wie es hier ausgeht, denn Wilco hat weniger Probes. Hier sind es noch, wir gucken mal, 7 zu 18. Eieiei, also hier leichtes Army-Supply-Vorteil auf der Seite von Wilco. Dafür hat er hier doppelt so viele Probes, ja. Also mehr als doppelt so viel. Es ist ja mehr als das Doppelte, das ist ja unfassbar. Wie sie hier beide einfach mehr haben. Also ne, der eine mehr Army, der eine mehr Probes. Mal gucken, wer das Rennen hier macht. Auf der einen Seite Wilco mit seinen Probes. Ein Stalker, wie gesagt, mehr und zwei Bersen mehr. Und Bersen, wir wissen das, schnetzeln ganz gern mal die Worker zu Klump. Also wir müssen aufpassen. Beziehungsweise Freya muss hier aufpassen. Jetzt geht's hier auf jeden Fall erstmal los. Ja, Wilco macht sich kampfbereit. Macht euch kampfbereit! Meine lieben Freunde, jetzt geht's hier los. Ins Gesicht hier mit den Bersen. Hier, ich will auch reinhauen hier. Ich will hier eine auf die Schnauze hauen. Die beiden Warp Prisms gehen hier Vollgas und es sieht tatsächlich so aus, als könnte hier Wilco das Rennen machen. Sämtliche Probes sind alle down. Es gibt hier nur noch Stalker gegen Stalker. Hier schönes Micro mit dem Warp Prisma. Wilco, Junge, ist das geil. Und Freya wird abgerissen. Ich kann es nicht sagen. Ja, jetzt fängt er ja auch an mit Zauberei hier. Aber Freya, das bist du zu spät, Junge. Du bist zu spät dran. GG. Unfassbar geiles Game. GG. GG. Rockskis Freya gegen Wilco. Verdammte Axt, wie es hier abgeht. Und, ja. GG. Ich bin geplättet. PvP, dann wieder, oh, hier, Foregate Robo. Ach, hier, guck mal da, Foregate Robo. Aber Action, Leute. Base Race, bum bum, Wilco gewinnt. Geiles Game und, krasse Scheiße. Haut's euch rein, klopft's euch rein, abonnieren, kommentieren, I liken, Facebook, YouTube, Twitter, alles voll mit Pitstop Inc. Und, ja, ich sage mal, das war's für heute. Abgeschlotzt und bis später.